Sag mal, Sandy, soll ich dir das Nagelbett noch so ein bisschen weich massieren? Ja, das machst du ja schon ganz gut, Mike. Oh. Sag mal hier, Sandy, Liebes, da bist du aber ein bisschen verspannt. Ja, bin ich immer. Hol ich dir raus. Ein bisschen tiefer auch. Sandy, möchtest du noch ein bisschen Prickelwasser? Ja, immer, immer. Jungs. Danke. Hier bin ich. Wartest du auf Brad Pitt? Angelina und Brett kommen nicht. Bitte. Mike, wieso? Hallo, hier. Sag mal, warum habe ich mich jetzt für 300 Euro stylen lassen? Tina Maus, stell dich doch einfach in die Hauptstraße, in dem Outfit, dass sie 300 Euro ratzfatz. Klappe, alten Schreibsklave. Wenn mich jemand sucht, ich bin in der Garderobe. Okay. Hör mal, Mike, eine kleine Sache gibt's da aber noch, ne? Hey, mach ruhig weiter. Noch was? Aber wenn ich gleich in deiner Show auftrete, dann musst du nur noch das kleine... Weißt du, oh, geht los. Geht los, komm, wir müssen los. Aus Schäubles Atombunker. Hier ist Krügers Woche. Heute ist Sandy von den No Angels. Und hier kommt das nächste Adoptivkind von Brangelina. Mike Obomoyela Krüger. Woche. Wahrscheinlich haben Sie es mitbekommen, Pamela Anderson hat in Las Vegas ihre Spielschulden mit Sex bezahlt. 250.000 Dollar hat sie beim Pokern verloren. Offensichtlich haben ihre beiden Alarmglocken versagt. Apropos Vakuumbomben. Die Russen haben eine neue Bombe getestet. Sie nennen sie selbst Vater aller Bomben. Vater aller Bomben? Ich dachte immer, das wäre der Erzeuger von Tine Wittler. Vater am Sex!